Eigentlich ist jetzt alles soweit fertig, dass der Neueinsteiger seine erste Anlage planen kann. Wie ein Unterbau geht, ist klar. Was für ein Thema gewählt werden kann, ist klar. Aus dem Thema und der Fläche und dem zur Verfügung stehenden Geld ergibt sich auch die Baugröße. Doch ein paar letzte Tipps kann ich noch geben. So habe ich versucht, die Startkonfiguration einer kleinen Anlage zu planen und möglichst preisgünstig herzustellen. Ich habe dabei einen kleinen Endbahnhof mit einem eingleisigen Fiddleyard zugrunde gelegt und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen. Es ist günstig, ein Startset einer Firma zu kaufen und auch Gleissets einer Firma. Das ist billiger, als die Artikel einzeln zu kaufen. Man muss nur darauf achten, dass das Startset ein Digital-Startset ist und natürlich auch eine digitale Lokomotive enthält. Am Beispiel Rocco gibt es das Set 51318. Da steckt eine digitale Baureihe 57 Dampflokomotiven und vier Güterwagen drin. Leider hat die Lokomotive keinen Sound. Für den Verkehr auf der Anlage fehlen also noch Personenwagen. Ich habe zwei dreiachsige Umbauwagen eingeplant und komme so auf 330 Euro für das Startset inklusive Digitalausstattung, 48 Euro für die Umbauwagen und dann werden noch zwei Gleissets 61-151 benötigt, das sind 99 Euro, anderthalb Quadratmeter Spanplatte für 20 Euro, 10 Winkeln mit Dübeln und Schrauben für 70 Euro. Plakatpappe, das ist ziemlich steife Pappe, damit ich den Hintergrund und die Abtrennung daraus machen kann, für 40 Euro. Ein Bahnhofsgebäude, ein Güterschuppen, eventuell ein Lokschuppen, 120 Euro. Grasbäume, Büsche, 180 Euro, sodass ich mit 907 Euro landschaftlich fertig und betriebsbereit starten kann. Ich habe mal bei der Konkurrenz geguckt, Pico, was übrigens mit K geschrieben wird. Dort gibt es das Set 59070 mit einer V218 und zwei Personenwagen. Die Personenwagen passen nicht so ganz, aber sie können sich ihr Gnadenbrot auf der Nebenbahn verdienen. Es müssten also fünf Güterwagen dazu gekauft werden für 90 Euro und das Gleisset 55330 für 75 Euro. Die übrigen Posten sind von den gleichen Kosten. Bei Pico kommen wir also etwa 100 Euro billiger weg als bei Roco. Das liegt aber daran, dass eine große Dampflokomotive erheblich viel teurer ist als eine Diesellokomotive. Ich habe dann den Vergleich auch noch bei Märklin gestartet. Hier wäre das Set 29060 mit einer V160 oder 216 mit zwei Güterwagen zu erwähnen. 270 Euro, zwei Güterwagen dazu, damit ein bisschen rangiert werden kann, 60 Euro und ein Personenwagen 40 Euro. Dazu zwei Gleissets 24902 sind 150 Euro. Die übrigen Posten, wie oben, kommt man auf 950 Euro. Also liegen alle drei großen Anbieter und Hersteller in etwa im gleichen Bereich. Die Sache mit den Startsets ist so, dass für eine Kleinbahn passend eigentlich das von Roco ist. Die anderen Hersteller haben im Laufe der letzten Zeit auch passende Startsets angeboten. Man muss einfach gucken, was demnächst auf den Markt kommt. Eine ideale Kombination wäre das Startset von Roco, das von den Fahrzeugen her einigermaßen passend ist, mit zwei dreiachsigen Umbauwagen und das Gleisset von Pico zusammen. Damit bekäme man für etwas weniger Geld eine größere Gleisausstattung.
Allerdings gibt es zwischen den Rokogleisen und den Pico-Gleisen einen Sprung von 0,4 mm. Da muss ein bisschen getrickst, gebogen und gefummelt werden, um diesen Sprung etwas zu verkleinern und nicht gar so schrecklich für den Betrieb zu machen. Der Unterbau bleibt gleich teuer und ich habe einen Entwurf gefertigt, bei dem kein Lokschuppen vorkommt, kann also den Bahnhof und den Güterschuppen bauen, aber nicht den Lokschuppen, macht nur noch 90 Euro. Und auf dem Entwurf kann ich auch Grasbüsche, Bäume sparen, macht 150 Euro, so dass wir zum Start mit 823 Euro inklusive einer wunderbaren Dampflok loslegen können. Und hier ist auch der Entwurf für eine entsprechende Anlage. Ein Fiddelyard ist hier im 90-Grad-Winkel herausgebogen. Er könnte auch geradeaus verlaufen. Das ist nach den räumlichen Gegebenheiten zu entscheiden. Die Strecke kommt auf dem Hauptgleis in den Endbahnhof herein und der Bahnsteig liegt bis über die Umsetzweiche hinaus. Zum Umsetzen muss der Zug nach dem Einfahren also jeweils ein paar Meter zurückdrücken. Dann erst kann die Lokomotive umsetzen. In der Verlängerung des Umsetzgleises liegt ein Abstellgleis, das an einer Holzverladung liegt. Ob das eine Rampe oder eine Ladestraße ist, spielt dabei keine Rolle. Ich habe diese Holzverladung sogar noch etwas erweitert, sodass auch im Umsetzgleis verladen werden kann. Bei Hochbetrieb im Bahnhof ist das notwendig und erfordert komplizierte Rangiermanöver. Und genau dahin will der Rangierfreund ja kommen. Aus dem Hauptgleis aus zweigt ein Gleis zum Güterschuppen ab. Hier wird der Stückgutwagen abgestellt und die ganze Länge hier steht als Ladestraße zur Verfügung für den allgemeinen Verkehr. Ob nun Rüben, Kartoffeln, Getreide verladen oder Kohle und Mineralöl entladen wird, man kann da seiner Fantasie freien Lauf lassen. Die Abgrenzung zur hinteren Kulisse erfolgt mit Bäumen, sodass hier also mit grünen Pappen alleine im Hintergrund schon etwas erreicht ist. Der Betrieb auf der Anlage ist besonders interessant, wenn die Züge als GMP verkehren. Der Zug also mit den beiden Umbauwagen und vielleicht ein oder zwei Güterwagen hereinkommt und dann das Rangieren beginnt. Jeder Zug muss zum Abend hin zurückkehren und den Endbahnhof verlassen haben, denn eine Dampflok sollte nicht im Freien übernachten müssen. Rangieraufgaben noch und nöcher. Mit 823 Euro ist diese Anlage innerhalb eines halben Jahres zu bauen. Das wird auch wohl die maximale Bauzeit sein. Und dann kann auf die erste Soundlokomotive gespart werden. Nach und nach noch Güterwagen beschafft werden, vielleicht auch mal ein Schienenbus. Die Möglichkeiten sind unendlich. Wer von Anfang an eine größere Anlage plant, dem sei geraten, solch eine Probeanlage trotzdem zuvor zu bauen. Einfach um zu lernen. Es kostet ja nicht so viel. Zu der geplanten Anlage fehlen noch einige Angaben. Das Anlagenbrett ist 2 Meter lang und 50 cm breit. Es lässt sich also auch noch bequem von einer einzelnen Person bewegen und notfalls während des Betriebes auf zwei Tische liegen und außerhalb der Betriebszeiten senkrecht an eine Wand lehnen. Daneben führt ja ein Radius heraus und wir brauchen 40 cm, um da um die Kurve zu kommen. Eine Wandfläche oder eine Tischkonstruktion von 2,40 m, 2,50 m reicht also völlig aus, um das zu tragen. Für die Weichen habe ich weder Handstellhebel noch irgendwelche elektrischen Schaltungen vorgesehen. Pico-Weichen lassen sich an der Zunge von Hand sicher umstellen und sie werden von der Feder in der passenden Lage gehalten. Zwei Dinge wollte ich eigentlich noch ansprechen, hatte ich versprochen. Und das erste davon war die Baugröße, in der man bauen will.
Wir haben gesehen, die Baugröße entscheidet sich aus Platzbedarf und zur Verfügung stehenden Geldmitteln. Wenn der Platz für 0 nicht ausreicht und das Geld halt auch nicht, dann baut man in H0 oder N. In N ist zwar der Platzbedarf geringer, aber mit einer gediegenen Altersweitsichtigkeit hat man beim Bau doch einige Probleme, die sich durch eine Leitsichtbrille kaum beheben lassen. Und damit komme ich zum Thema Modellbahnepochen. Alte Dampflokomotiven und moderne ICEs passen einfach nicht zusammen auf einer Anlage. Auch alte Diesellokomotiven unterscheiden sich deutlich von den neueren. Das gilt auch für die verwendeten Wagen. Daher geben die meisten Modellbahnfirmen in ihren Katalogen an, zu welcher Modellbahnepoche von 1 bis 6 die Fahrzeuge passen. Kauft man nur aus der entsprechenden Epoche, so bekommt man ein stimmiges Fahrzeugbild. Man kann sich daran halten, aber man muss sich nicht daran halten. Das ist reine Geschmackssache. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser kleinen Videoserie einige Anregungen und Tipps zum Start in das Modellbahn-Hobby geben. Weitere Anregungen und Tipps finden Sie auf meiner unten eingeblendeten Website.